Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Givaldo und herzlich willkommen zu meinen Gedanken zu Star Wars Jedi Survivor. Ja, es war eine starke Fortsetzung, muss ich sagen. Also ich hatte jede Menge Spaß mit diesem Game. Starke Fortsetzung zu dem ersten Teil, der auch schon mega gut war. Aber ich glaube im zweiten Teil war es ein bisschen verfeinert alles, hatte ich so das Gefühl. Die Story war gut, ja, ich fand sie echt gut. Die war so ein bisschen vorhersehbar, ja, bis auf die Tatsache, dass der gute Boat, der Dreckskerl, uns verrät. Weil das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Es war abwechslungsreicher, es war teilweise sogar spannender, muss ich sagen. Ja, und ich glaube, es ging sogar um einiges länger als der erste Teil, oder? Ich glaube schon. Ich meine, es war um einiges länger. Wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich das Spiel aufgenommen habe. Ein paar Tage Revue passieren lassen, wie man so schön sagt. Wir haben viele neue Inhalte gehabt. Wir hatten jede Menge Sammelobjekte. Jede Menge. Ja, man konnte Währung finden. Auf jedem Planeten war es irgendwie eine andere Währung, die man finden konnte, um Sachen zu kaufen. Ausrüstungsgegenstände die man anziehen konnte, ja, oder sei es Waffen-Upgrades oder besser gesagt Waffen-Komponenten, damit man sich die eigenen Waffen, Laserschwerter und Pistolen, was ich sehr geil fand, zusammenbauen. Und man konnte Samen sammeln, was sich echt komisch anhört, für den eigenen kleinen Garten. Wobei ich sagen muss, es ist ganz nett gewesen, ja. Es war echt cool. Aber irgendwie hat das nicht gepasst. Irgendwie hat das nicht gepasst. Das war so, okay, wir brauchen noch einen Sammelgegenstand. Was können wir nehmen? Wie wär's mit Samen? Um auf dem Dach vom Saloon einen Garten zu machen. Hä? Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, da oben einen Garten zu machen. Oder hinzusetzen. Das war so ein bisschen... fand ich nicht so geil. Fand ich nicht so geil, muss ich sagen, aber gut, jedem, wem es gefällt. Ich habe halt keinen grünen Daumen, ja, ich habe einen ziemlich eine schwarze Faust, aber einen grünen Daumen, nicht wirklich, wirklich nicht. Aber es war ganz nett, ja, und ich habe natürlich trotzdem die ganzen Samen gesucht und gejagt, damit ich die habe. Ich habe mit Sicherheit nicht alle gefunden, ja, mit Sicherheit nicht, aber wir konnten... im Saloon selbst mit jeder Menge Leuten interagieren und reden und alles Mögliche besprechen. Und man hatte nicht wirklich viele Auswahlmöglichkeiten, was man sagt. Aber das war alles vorgegeben. Was ich cool fand, einer von den Charakteren hatte Kratos Stimme. Das fand ich sehr geil. Und jetzt läuft Werbung, ernsthaft. Ich hab irgendeinen Soundtrack von Star Wars eingemacht bei YouTube. Und natürlich muss es mit Werbung sein. So. Sorry. Wir konnten Fische sammeln mit Scuba. Wir haben alle Fische gesammelt. Ja, wo ich sehr stolz drauf bin. Ja. Der letzte war sehr schwer zu finden, aber den muss ich tatsächlich googeln. Ich wollte ihn aber unbedingt finden, weil ich dachte, vielleicht... erstens, weil ich die Geschichte zu Ende erzählt bekommen lassen wollen hätte können. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Von Scuba. Damit ich das Ende mitbekomme. Und zum Zweiten, damit wir natürlich alle Fische im Aquarium haben, was echt cool war. Ja, das sah sehr cool aus. Ja, am Anfang war das ein super dreckiges Gefäß. Aber es wurde immer sauberer, je mehr Fische wir hatten. Und am Ende hatten wir ein sehr, 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 sehr cooles Aquarium, muss ich sagen, ja, mit sehr, sehr coolen Fischen. Direkt neben dem Aquarium war auch ein sehr, sehr cooles Spiel, dieses Holo-Taktik-Game, was ich ehrlich gesagt vergessen habe, zu Ende zu spielen. Ich wollte eigentlich gegen jeden kämpfen. Es wurde halt knackiger, ja, man musste mehr Runden bestehen. Das fand ich, fand's ganz nett. Ja, aber es war für ein Let's Play, weiß ich nicht. Ja, war jetzt nicht so spannend, glaube ich, für euch, oder? Ja, oder? Vielleicht hätte ich ein ganzes Let's Play nur für Holotaktik machen sollen. Das Holotaktik-Let's Play.
Vielleicht wäre das auch ganz gut angekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das nicht zu Ende gemacht. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, wir haben die meisten Nebenmissionen, glaube ich. Glaube ich, gemacht im Game, aber ich habe mit Sicherheit auch was verpasst. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich einiges verpasst habe. Wir hatten nämlich jede Menge zu erkunden. Wir hatten mehrere große Planeten, die man erkunden hätte können. Wir hatten fast alle auf 100% zwar, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir trotzdem auf einigen Planeten auch einiges liegen gelassen haben, ja. Denn da gab es natürlich Kisten und Belohnungen, die man auch hätte finden können. Und die Belohnungen fand ich extrem cool. Da gab es Outfits, da gab es Laserschwerter, da gab es Bärte und Frisuren. Es war so cool. Es hat so motiviert, Kisten zu jagen und zu suchen und auch überall zu suchen. Ja, das war, es war wichtig. Es war für mich sehr wichtig, dass ich die Bärte und die Frisuren finde. Wahrscheinlich nicht alle gefunden, aber sehr viele. Wir haben sehr viele gefunden und das war schon echt cool, dass man das machen konnte. Im ersten Teil konnte man das ja überhaupt nicht. Ja, man konnte auch Outfits für BD-1 finden. Ja, natürlich. Auch das fand ich extremst cool. Ja, wir hatten eine Komponenten für Laserschwerter und für die Pistole, die in diesem Teil neu war, Han Solo-Style. Das hat mich direkt an Han Solo erinnert, was ich auch extrem gefeiert habe. Dieser Kampfstil war gewöhnungsbedürftig, ja. Und man konnte auch leider nur zwei gleichzeitig nutzen, sozusagen. Man konnte auch nur an den Meditationsstationen die Kampfstile wechseln. Ich habe versucht, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, aber wenn du dich an einen Kampfstil oder an zwei gewöhnt hast, dann wird's halt schwierig, ja, den dritten und vierten noch mit reinzunehmen, weil das Spiel war halt kacken schwer. Ja, es ist zwar kein Elden Ring, aber es war hardcore schwer teilweise. Es war, die Kämpfe haben zwar super Spaß gemacht, ja, die waren so fordernd, aber es war ein Elden Ring im Star Wars Universum. Es war, ich erinnere mich nur an diesen Frosch. An diesen riesigen Frosch im Camp. Ich habe es nicht geschafft. Ich kriege immer noch Albträume von dem. Das ist so beschissen. Ich, was soll ich sagen? Es war halt sehr herausfordernd, ja? Sagen wir mal so. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich wollen würde, den Frosch erledigen können. Höchstwahrscheinlich ja, aber ich habe es halt nicht gemacht. War dann egal. Ich habe es verdrängt. Ja, ich habe mich in den Schlaf geweint, aber was soll's. Wir hatten, also alles in allem war das ein super geiles Spiel. Aber, ja, jetzt kommt das Aber, Freunde. Ja, das Spiel ist natürlich extrem oft abgestürzt. Ihr habt es gemerkt, es hat genervt. Es hat mega genervt, muss ich sagen, dass das passiert. Ich hoffe, das ist mittlerweile gefixt mit irgendwelchen Updates und so. Aber ganz ehrlich, das kann doch nicht sein, dass das so oft abstürzt. Das hat einen so rausgebracht. Vor allem bei einem Let's Play. Aber gut, die Ladezeiten, die machen es halt wieder gut. Ja, die Ladezeiten von Planet zu Planet fand ich ganz cool gelöst, dass man da wirklich hinfliegt. Ja, und wenn man dann da ist, dann wird man dazu aufgefordert, sich hinzusetzen. Hier, wir sind da, komm. Ja, das fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Die Texturen waren zwar teilweise sehr schwammig, aber das hat mich nicht gestört. Sowas stört mich nie bei Spielen. Ja, wenn der Spielspaß da ist, ja, dann macht es nichts, dass die Texturen so ein bisschen schwammig sind, ein bisschen schmieren. Sollte eigentlich nicht sein bei einem PlayStation 5-Titel, aber hey, wir wollen mal ein Auge zudrücken. Ansonsten, Mega-Game, Mega-Charaktere. Wir hatten wieder Darth Vader. Freunde, Darth Vader war wieder da. Diesmal auch, ja, also Darth Vader war während der Hauptstory, den musste man sehen, ja, den konnte man gar nicht verpassen, wenn man die Hauptstory spielt. Aber wir hatten einen Charakter, den hätten wir verpassen können, wenn wir nämlich die Kopfgeldjäger-Mission nicht gemacht hätten. Und das ist Boba Motherfucking Fett. Ja, ich habe mich so gefreut, dass er dabei war. Er ist einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Im Star Wars-Universum. Und ich habe es so gefeiert, dass er da war und dass wir auch noch mit ihm reden konnten. So kleiner Fanboy. Also alles in allem würde ich sagen, 4 von 5 Sternen.
Ja, 4 von 5 Sternen. Die Abstürze, ja, das hat mich ganz schön. Und die Texturschwäche teilweise, das hat mich schon echt. Ja, das hat mich schon genervt. Ansonsten, das Spiel ist mega geil. Ich kann es nur empfehlen. Ja, und ich freue mich sehr, 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 wenn es noch einen dritten Teil geben sollte. Ich hoffe sehr. Ja, also ich bin dabei. Es soll ja ein anderes RPG für Star Wars kommen. Wie heißt es? Outlaws? Ich glaube, es heißt Outlaws. Der Trailer, Gameplay dazu war schon mega geil und ich freue mich schon. Ich weiß nicht, wann es rauskommt, aber wenn es rauskommt, dann werde ich natürlich wieder reinhauen, Freunde. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Let's Play zu Jedi Survivor. Ihr könnt mir gerne Kommentare drunter schreiben, wie immer. Ja, und euren Senf dazugeben. Lasst Abos regnen, lasst Likes regnen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es mega Spaß gemacht, natürlich. Mit euch immer. Ja, und vielen Dank nochmal für all die Tipps und Hinweise, dass ich hier und da mal was übersehen habe. Vielen Dank dafür. Und ja, wir sehen uns bei einem neuen Let's Play wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.